Aus Klagenfurt ist zu uns jetzt Katrin Steiner-Hämmerle zugeschaltet, Politikwissenschaftlerin an der FH Kärnten. Guten Abend. Guten Abend. Frau Professor Steiner-Hämmerle, auch wenn wir jetzt etliche FPÖ-Stimmen gehört haben, so war man bei der FPÖ heute doch sehr kurz angebunden. Bei der Pressekonferenz von Generalsekretär Schnedlitz und Interimsobmann Stephan waren keine Fragen zugelassen. Wir haben nur Absagen bekommen für ein Studiogespräch von Kickl über Heimbuchner bis viele andere. Lässt sich daraus ableiten, dass die Nachfolge von Norbert Hofer noch gar nicht entschieden ist? Also so wortkarg hat man ja die FPÖ selten gesehen und das weist definitiv darauf hin, dass die Nachfolge noch nicht geklärt ist. Auch das Argument mit den gesundheitlichen Gründen kann ich nicht nachvollziehen, würde das stimmen. So erinnern wir uns etwa an den Rücktritt von Rudolf Anschober. Da vergingen wenige Stunden und die Grünen hatten schon ihren neuen Minister präsentiert. Hier liegt zumindest ein langes Wochenende bis zur Bekanntgabe des Parteitages und ich denke, im Sinne der Partei wäre auch inklusive der Bekanntgabe des Kandidaten für den neuen Parteichef. Aber es wird wohl ein langes Wochenende werden innerhalb der FPÖ und mit auch einigen langen Telefonaten. Mario Kunasek aus der Steiermark sagt, Kickl sei einer von mehreren Kandidaten. Wer ist denn da realistischerweise aber wirklich im Rennen außer dem Klubobmann? Ja, das ist ja interessant. Vier Landesorganisationen haben sich ja für Kickl ausgesprochen, allerdings nicht oder keine Landesorganisation aus den bevölkerungsreichsten Bundesländern und dort sind ja auch am meisten Wähler zu gewinnen. Viele sprechen sich vielleicht oder sind zögerlich, Manfred Heimbuchner spricht sich gegen Herbert Kickl aus, aber keiner nennt konkrete Namen. Also es gibt auch keine Alternative, keine andere Persönlichkeit. Alle bleiben ausweichend, nennen nur die Allgemeinformel. Es gibt viele in den Ländern, aber auch im Club. Aber ganz konkret wagt sich niemand aus der Deckung, beziehungsweise niemand, der wirklich Chancen hat, also eine Mehrheit in der Partei gegen Kickl formieren könnte. Manfred Heimbuchner, Sie haben es gerade gesagt, wir haben es vorhin gehört, da hat sich gegen Kickl ausgesprochen. Er ist im Wahlkampf, er möchte in der Regierung bleiben. Da kommt ihm natürlich dieser harte Oppositionskurs von Kickl nicht so zu Pass. Kann es denn ohne Heimbuchner und die stärkste Landesgruppe gehen oder wird man sich da schon irgendwie arrangieren? Heimbuchner war sehr vorsichtig in seiner Formulierung. Er hat gemeint, sollte es dann doch auf Herbert Kickl, zwar ohne seinen Namen auszusprechen, hinauslaufen, dann wird man auch das akzeptieren, wobei mit Mann er wahrscheinlich auch sich selbst meint und seine Landespartei. Aber dieses Kalkül, das natürlich ein harter Oppositionskurs mit scharfen Worten so manche Beteiligung auf Landesebene verhindern könnte, das würde oder wird wahrscheinlich auch in anderen Landesorganisationen vielleicht eine Rolle spielen. Was ganz interessant ist, wir haben heute und auch gestern schon ein paar Mal gehört von Funktionären, Spitzenfunktionären der FPÖ. In den Umfragen geht es bergauf und das sei wohl Herbert Kickl geschuldet und nicht Norbert Hofer. Wie kommt man eigentlich zu diesem Schluss, wo Hofer die ganze Zeit über seit der Nationalratswahl die Partei doch geführt hat? Herbert Kickl war sicher präsenter in den Medien, natürlich auch durch seine Provokationen, auch durch seinen ganz klaren ablehnenden Kurs gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und natürlich auch durch seine sehr originelle Rhetorik und Wortwahl. Insofern hat man ja schon in den letzten Wochen annehmen können, dass Herbert Kickl mehr die Partei führt oder zumindest das Wort für sie ergreift als wie Norbert Hofer. Aber endgültig zum Auseinanderdriften ist es natürlich gekommen, wie der Unterschied nicht mehr nur im Stil lag, sondern auch in den Inhalten. Und Norbert Hofer hat definitiv so manche Corona-Maßnahmenkritik von Herbert Kickl nicht mitgetragen. Und auf wessen Seite zumindest der Parlamentsklub dabei gestanden ist, das hat sich ja dann bei dem Maskentragen oder besser gesagt Nichttragen im Parlament deutlich gezeigt. Herbert Kickl steht für sehr kantige, laute Oppositionspolitik. Jetzt gleichzeitig war er ja auch Regierungsmitglied, darf man nicht vergessen, im Kabinett Kurz 1. Man sagt jetzt immer, eigentlich wäre der Weg mit einem Obmann Kickl zurück in die Regierung für die FPÖ verbaut. Kann man das so stehen lassen? Ist das wirklich so?
Also man muss, glaube ich, die Schritte ansehen, die es überhaupt zunächst braucht, um in die Regierung wieder einziehen zu können. Und das ist ein Wahlerfolg. Und hier spricht natürlich einiges für Herbert Kickl, der aus der FPÖ wieder ein Alleinstellungsmerkmal, die Anti-Corona-Protestpartei, gemacht hat. Und mit einem entsprechenden Wahlerfolg kommt man natürlich erst in die Möglichkeit, auch dann an Regierungsverhandlungen eingeladen zu werden. Und dann gilt es erst in einem zweiten Schritt, einen Partner zu finden. Da allerdings sehe ich schon, dass Herbert Kickl ein Hindernis wäre. Allerdings kann man ja auch nur verhandeln, wenn man zunächst Wahlen zumindest gut abgeschlossen hat. Und da würde ich sagen, ist Herbert Kickl sicher eine Alternative, weil als Protestpartei kann er einige Unzufriedene einsammeln. Allerdings wissen wir natürlich noch nicht, welches Thema dann wirklich ganz oben auf der Agenda steht, weil wir auch noch nicht wissen, wann die Wahlen stattfinden. Ganz kurz noch zum Schluss ein Wort zu Norbert Hofer. Er hat immer wieder gesagt, er möchte wieder antreten bei der Bundespräsidentenwahl. Er hat ja gegen Alexander Van der Bellen nur knapp in der Stichwahl verloren. Ist nach all dem, was in den vergangenen Wochen, seit gestern auch passiert ist, seine Chance immer noch so intakt wieder aufgestellt zu werden von der eigenen Partei? Oder sind diese Chancen dann doch geringer geworden? Die Chancen für die Wahl, würde ich sagen, sind sogar besser geworden, weil er sich als dritter Nationalratspräsident überparteilicher inszenieren kann, aus dem tagespolitischen Hickhack sich heraushalten kann. Das würde ihm gut tun. Aber natürlich wird der zukünftige Parteichef ein gewichtiges Wort mitreden, wer da eben kandidieren darf bei dieser Wahl. Und wir wissen nicht, wer es ist, und wir wissen vor allem nicht, wie zerrüttet das persönliche Verhältnis zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer ist. Also ob Herbert Kickl hier die Interessen der Partei vielleicht doch ganz nach oben stellen wird und eventuell auch Norbert Hofer dann als Kandidat befürwortet. Katrin Steiner-Hämmerle, vielen Dank für das Interview und guten Abend nach Klagenfurt. Guten Abend, herzlichen Dank.